Schönen guten Morgen, alle Freunde. Ich habe es mal wieder ins Wasser geschafft. Heute Teichwirtschaft Lehmann mit dem Alexander Rabot zusammen. Sein Vater Karl-Heinz ist auch da. Wir wollen versuchen, ein paar Fische zum Landgang zu überreden. Ob es uns gelingt, weiß jetzt noch keiner. Das sehen wir nachher. Und ihr natürlich mit. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, schreibt diese bitte unten in die Kommentare. Ich werde so gut es mir möglich ist darauf antworten. Ich antworte eigentlich auf alle Kommentare, die meisten wissen es. Also von daher, ich gebe mir Mühe. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like, einen Kommentar oder aber ein kostenloses Abo dalassen würdet. Das kostenlose Abo wäre super schön. Damit unterstützt ihr mich hier und es zeigt mir, dass ich das nicht alles umsonst mache. Aktiviert die Glocke, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, so wie ich was Neues hochlade. Ich würde mich mega darüber freuen. Auf geht's. Ihr seht alles weitere nach dem Intro. Bis später. Macht's gut. Ciao. So, ich habe jetzt erstmal eine Montage rausgebracht von Pilotkugel von oben, 1,50 Meter. Und den Spoon fange ich jetzt an mit dem LT31. Morgendliche Standardritual. Leider brachte der LT31 nicht das erwünschte Ziel. Auf geht's. Von daher tauschte ich der Reihe nach durch alles, was das Spoon Wallet hergab. Die ist auch reingehackt. Geht doch. War nicht an, oder? Nee, ist auch nicht an. GoPro ist mitgelaufen. So, da haben wir die erste auf dem Anton Spezial. Vorderseite Regenbogenfarben, Rückseite schwarz. Dann nochmal eben die Tiefe einstellen von der stillstehenden Montage und dann mal hoffen, dass es Fisch gibt. Auch Alexander landete seinen ersten Fisch. Was? Jo. Karl-Heinz war so nett und kescherte. Ja, Petri Alex. Leider. Jetzt aber schnell. Und hängt. Hängt. Ah jo, gerade durch Zufall noch gesehen. Ja? Habe ich durch Zufall gerade gesehen. Oh, das ist eine schöne. Eine Farbe. Durch das klare Wasser bei Eddie waren die Fische natürlich super zu sehen. Und wie ihr seht, sind sie auch super kampfstark.
einmal schön Luft holen. Na komm her. Petri, Dank. Ja, wir haben so eine geile Farbe. So, da haben wir noch mal eine. Schön von oben mit zwei Wiedenmahlen. Eine richtig schicke. Vielleicht hört man es, es ist windig wie Sau. Man sieht es an der Wasseroberfläche, die kräuselt wie verrückt. Windig wie Schwein, super schwer. Köderführung fast gleich null. Du kannst geradeaus auswerfen und kommst hier rechts an der Mauer, die du im Hintergrund siehst, kommen die Spoons erst runter. Katastrophal. Nichtsdestotrotz, ich konnte zwei Fische zum Landgang überreden bis jetzt. Ein bisschen mache ich noch und dann werde ich wohl einpacken, weil es ist so gut wie unmöglich, hier überhaupt was zu fangen heute. Alex und Karl-Heinz waren in der Zwischenzeit schon nach Hause gefahren. Und dass der Wind immer mehr auffrischte, seht ihr hier. Und damit nahm das Unheil seinen Lauf. Als erstes mal der Stuhl ins Wasser, prima. Gut, den hatten wir wieder raus, aber das war erst der Anfang. Denn plötzlich knallte es hinter mir. Nicht, dass der Stuhl umgefallen wäre, das störte mich nicht. Doch das Kamerastativ samt Kamera lag am Boden. Das sah alles nicht wirklich gut aus. Mikrofon abgerissen, Anschlusskabel abgeknickt und gebrochen. Ja, das war's. Die Kamera ist hin. Ja, ihr habt's gehört. Somit eine Kamera weniger. Ab jetzt nur noch mit der GoPro. Hinten noch mal schauen, als Eddie seine Fische gefüttert hat, die schönen pinken. Eddie seine pinken Forellen. Wunderschöne Tiere. Bevor ich jetzt genervt und frustriert alles einpacke, habe ich mir gedacht, angelst du noch ein wenig weiter, vielleicht hast du dafür jetzt wieder ein bisschen mehr Glück und fängst wenigstens noch ein, zwei Fische. Ja, und Tatsache, da stieg die nächste ein. Ja, ich hoffe, man kann sie erkennen. Da ist er, die nächste. Diesmal auf dem Spoon. In diesem Fall ein Antem Donau. Ich
zeige ihn später nochmal. Dann seht ihr genau welchen. Ihr seht jetzt, dass die Forelle bis vorne hin folgte und plötzlich, als ich die Kamera richtete, hing sie am Spoon. Schusselig wie ich bin, habe ich sie natürlich nicht mehr in die GoPro gehalten, damit ihr sie seht. Es tut mir leid. Auch hier folgte der Fisch wieder bis vorne ans Ufer. Ich habe dann den Spoon einfach vorne im Wasser ein bisschen hin und her geführt, ein bisschen rauf und runter und plötzlich schlug sie zu. Tja, und hier sieht er so, die nächste nochmal wieder aufs Boden. Die letzten drei Fische sind alle auf dem Antem-Donau gekommen, in so einem orange-gelb und Rückseite ist ein grün-metallic. Meine Köder bekommt ihr wie immer beim lieben Ismail, beim ASB Tackles, Boon.Fishing oder bei Angelherea.com. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, schreibt diese bitte in die Kommentare, ich werde dann sofort darauf antworten, wenn es mir möglich ist. Ansonsten lasst mir bitte einen Like da und noch besser ein kostenloses Abo. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder zum nächsten Film geht. Macht's gut, ciao, euer Udo.